Ja. Ja. Sieht doch wieder ganz ordentlich aus. Und die Terrasse ist jetzt wieder Lebensraum und nicht mehr Bonsai-Zone. Aber trotzdem habe ich noch eine Baustelle in meinem Garten. Und ihr seht, nicht nur der Pott kann verwaschene T-Shirts mit Logo. Grüße an Patrick. Aber ich wollte euch ja eigentlich was zu meiner Baustelle erzählen. Nee, nee, nee. Die Pergola ist es diesmal nicht. Die ist immer noch tippitoppi. Aber erstmal, hi und herzlich willkommen zu My Bonsai and Koi. Naja, was könnte meine Baustelle sein? Ziemlich viele Dielen ist auch eine Baustelle, aber eher am Teich und nicht die, um die es heute gehen soll. Hey, aber um was soll es denn jetzt eigentlich gehen? Hier, schaut mal mir so rechts über die Schulter. Mein Hochbeet, das ist dieses Jahr der totale Dschungel. Und um den kümmern wir uns jetzt mal. Es sind so rund 4 Quadratmeter Fläche und im Moment ist das wirklich ein Dschungel. Und der würde auch dem Christian von Bonsai oder Kleinholz, dem Captain Chaos, natürlich alle Ehre machen. Und hier sind ein paar Sachen versteckt, die ich schon vor einer Weile begonnen habe. Aber schaut mal selbst drauf. Hier gleich zur Schere greifen, denn da hinten verbergen sich tatsächlich 2 Abmoosungen. Ich habe im Archiv geschaut, am 28. Juni 2023 habe ich die beiden begonnen. Von da stammen dann natürlich auch die Bilder, die ihr gerade gesehen habt. Und ich habe im Herbst letzten Jahres mal geschaut, da war noch nicht so arg viel los. Dann habe ich im Frühjahr noch mal drauf geschaut. Naja, da kann natürlich nicht sein, denn ohne Austrieb gibt es auch keine neuen Wurzeln. Und dann habe ich wachsen lassen. Ja, und dann habe ich es ehrlicherweise auch so ein bisschen vergessen. Ist ja auch nicht verwunderlich, denn hier ist alles Mögliche gewachsen. Ich habe hier eine Saalweide. Da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt hat. Ich habe hier natürlich die Hainbuche. Hier habe ich noch einen Ahorn. Ach, hier ist mein Potentilla-Dschungel. Der Rosmarin, mega geil, aber inzwischen viel, viel, viel zu groß. Und jetzt bin ich einfach mal gespannt, was wir sonst noch alles so finden. Und ein Thema habe ich ja in den Titel auch reingeschrieben. Es geht heute so ein Stück weit auch um Opferäste, denn ich kann euch Opferäste zeigen. Nee, das sind eigentlich eher Opferstämme.
einfach mal so für die Dimensionen ein bisschen ein größerer Winkel und ihr verzeiht mir, ich starte schon mal so ein Stück weit mit dem Aufräumen. Wie gesagt, hier hatte ich gerade eine Rotbuche, da steht hier, glaube ich, ein Pärchen. Hier habe ich eine Saalweide, müsste das sein. Da bin ich nachher sehr gespannt, wie der Stamm aussieht. Und dann habe ich hier diesen Aserpalmatum, diesen Ahorn, auch nicht schlecht. Jetzt könnte man sagen, hätte man abmoosen können, habe ich mir auch kurz überlegt. Aber schaut mal hier, ewig lange Internodien, ziemlich gerade. Nee, braucht man nicht. Aber der absolute Hammer, der ist hier diese Hainbuche, an der die Abmoosung stattfindet. Und ich blende euch mal ganz kurz ein Bild ein. Also ihr habt das Bild gesehen. Behaltet das Bild mal kurz in Erinnerung, denn kurzer Hinweis, auch da oben am Schulhof wird gerade Tabula Rasa gemacht, logischerweise in den Sommerferien werden auch da Grünarbeiten und Pflasterarbeiten gemacht. Es kann ab und zu mal lauter werden, aber zurück zu der Hainbuche. Ich gebe es zu, er war so dick, naja, vielleicht war er auch so dick, dieser gerade umkreiste Ast nach oben. Aber inzwischen brauche ich das hier und ich hole das Ding jetzt einfach mal hier raus. Das hier ist der Opferast. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich eher Opferstamm gesagt habe. Zum Vergleich, mein Finger, Wahnsinn, oder? Den hätte man auch schon wieder abmoosen können. Und nur damit ihr mal seht, wie weit die Geschichte nach oben geht. Hier, ich hoffe, es hat nicht unscharf gezogen. Hier habe ich die Spitze. Also das Ding ist nochmal 25, 30 cm größer als ich. Und weil ich glaube, dass jetzt noch ein paar viele Äste zu entfernen sind, nehme ich euch ganz kurz im Schnelldurchlauf mit und schneiden wir mal ein bisschen zurück und schauen, was uns so noch erwartet. Hier gerade noch ein klein wenig aus und wundert es irgendeinen von euch, dass bei mir im Hochbeet sogar der Rosmarin als Halbkaskade silhouettiert wird? Ich glaube nicht, aber apropos Halbkaskade bzw. Spaghetti, ich kriech hier mal so ein Stück weiter. Schaut mal hier, das ist die Spaghetti-Lache, die steht jetzt, glaube ich, 1,5 Jahre hier im Hochbeet, wird auch den Winter hier noch verbringen und dann schauen wir da mal drauf. Und die, so sehr mir es im Herz geschmerzt hat, den Rosmarin zurückzuschneiden, die freut sich da tierisch drüber, denn die kriegt jetzt wieder Licht und Licht mag die Lerche. Und deswegen hoffe ich mal, dass die nicht nur so lange Triebe hat und macht, sondern sich jetzt auch wieder ein Stückchen mehr verzweigt. Direkt daneben Harlekinweide, meine ich, war das. Sehr wasserliebender Baum und ihr seht, da ist nichts mehr geboten. Der war es hier zu dunkel, zu trocken und natürlich hat sie dann irgendwann mal aufgehört zu leben. Ganz im Gegenteil zu da hinten. Aber ich hole mal kurz die Weide raus und zeige euch dann mal die hinteren Regionen. Denn da geht es mit Weide weiter. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber
Wenn ich irgendein Bäumchen in meinem Garten finde und sei es auch nur ein ganz schmaler Hans, dann gebe ich dem ein Stück weit Kurve mit auf den Weg und pflanze sie zum Beispiel hier ins Hochbeet, die Pflanze. Und dann wird daraus irgendwann mal vielleicht was ganz Lustiges, so wie jetzt hier auch bei dieser Weide. Ich kann euch natürlich jetzt keine andere Perspektive zeigen, denn die ist hier fest eingepflanzt. Die werde ich im Frühjahr mal rausholen. Aber eigentlich geht es ja um dieses Teil hier. Bevor wir jetzt aber hier drauf schauen, zeige ich euch noch mal den Opferast. Ich habe ihn ein klein wenig zurechtgestutzt und das ist, naja, das ist kein Opferast mehr, das ist ein Stamm, nee, das ist ein Baum. Ich habe unten mal gezählt, ich habe 1, 2, 3 Ringe, das heißt, dieses Ding hier, so dick wie mein Daumen, eher eine Spur mehr, ist 3 Jahre alt. Geht schon was mit den Hainbuchen, muss man ganz ehrlich gestehen. Wäre natürlich vielleicht für den einen oder anderen eine interessante Geschichte gewesen. Naja, ich finde ihn ein Stück weit zu gerade, zu wenig Verjüngung für dieses junge Alter. Und ach, ich habe ja eine Abmosung laufen und zu der wollen wir jetzt doch einfach mal zurückkommen. Und der hier, der wandert auf den Grünabfall. Getroffen. Ich habe mir jetzt so einen langen Zeiger geholt und der erste Blick offenbart schon mal, was passiert ist. Erster Blick natürlich sehr, sehr trocken. Und schaut mal da oben hin, dieses Bäumchen hier hat es tatsächlich geschafft, meine Kugel oben zu sprengen. Ich nehme das mal vorsichtig weg, kann jetzt auch unscharf werden. Und ihr seht, ich habe A, ziemlich viele Ameisen drin und B, ich habe auf jeden Fall Wurzeln. Extrem finde ich das Wachstum insgesamt. Guckt mal hier diesen Seitenast an. Kann man vielleicht irgendwas draus machen aus dem Gebilde? Denn der Wurzelansatz bzw. Stammansatz, der ist gar nicht so schlecht. Aber ich schmeiße hier jetzt mal eine Portion Wasser drauf, lasse das ganze Ding sich ein Stück weit aufweichen, damit ich hier besser rankomme. Fakt ist eins, aufgegeben wird, egal was rauskommt, nichts. Denn ich habe hier oben inzwischen einen mächtig strammen Stamm. Noch keine Ahnung, wie er sich oberhalb der Abmosungsstelle so konkret verhält. Aber an dem Ding machen wir auf jeden Fall weiter. Ungefähr eine halbe Stunde ist jetzt vergangen. Die habe ich natürlich genutzt, denn die Dielen da drüben, die, auf denen ich anfangs gesessen bin, die sind inzwischen wieder im Schatten. Das heißt aber, die Sonne kommt jetzt gleich rum ums Eck und rum um meinen Magnolienbaum und dann wird es hier ein schnuckliges, naja, schnucklig wird es, aber ziemlich warm wird es auch, der Arbeitsplatz hier. Deswegen drücken wir jetzt ein bisschen auf die Tube. Ich habe hinten noch ein Stück weit zurückgeschnitten. Was da alles sonst noch steht, zeige ich euch zum Abschluss noch ganz kurz. Aber viel wichtiger, ihr habt gesehen, ich habe hinten auch das Behältnis weggemacht. Das war so eine ehemalige irgendeine Gummibärchen- oder Cola-Fläschchen-Verpackung. Und darin war es tatsächlich noch gut feucht. Wurzeln habe ich auch gesehen. Ich hoffe, man hat es auf dem Video erkannt. Ich gehe jetzt mal hier an den frisch gewässerten Sphagnummoosball, passt ja zu meiner Lieblingssportart, und leg da mal frei. Dann schauen wir mal, was sich so da ergeben hat. Und auf eins bin ich auch gespannt. Ich blende nachher mal so ein Vergleichsbild ein, wie sich
der Stamm entwickelt hat. Aber lasst uns mal näher rangehen. Ich hoffe, ich kriege es von der Kamera einigermaßen hin, dass ihr auch was seht. Und dann lösen wir da ganz vorsichtig. Das Ding hier stellt mich vor Herausforderungen. Ihr seht, ich habe Wurzeln. Definitiv. Ich habe auch das Gefühl, wenn ich sie so ankratze ganz leicht, dass die lebendig sind. Aber mir ist es zu heiß. Schaut mal an, was ich hier für eine tolle Verdickung habe. Aber wenn man genau drauf schaut, hier, ich habe inzwischen auch eine Brücke. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, wie die Wurzeln weiter wachsen, wenn ich sie wieder einpacke. Und genau das werde ich aber tun. Ich hole mir einen Teichpflanzkorb, setze die da rein, gucke, dass ich den ein bisschen außenrum verpacke. Und dann kriegen die einfach nochmal den restlichen Herbst und den Winter. Und wenn die Hainbuche dann im Frühjahr austreibt, machen wir hier eine neue Geschichte draus. Und ich hoffe, dass sie es überlebt, weil eigentlich habe ich ziemlich viele Wurzeln. Aber das Trockene vorhin macht mich unsicher. Ich bin mir nicht sicher, wie viel Leben drin steckt. Deswegen gehen wir auf Nummer sicher, lassen die Versorgung unten weiterhin bestehen und packen die Wurzeln wieder ein. Sowas schon gesehen, dass bei einer Abmoosung hier so ein richtiger Überhang ist, und das schreibe ich dem Draht zu, den ich drum gewickelt hatte. Eine gute Erkenntnis werde ich vermutlich zukünftig öfters machen, dass ich zu dem Lösen der Rinde rund um den Stamm auch noch einen Draht dazu mache. Hat dem Ding nicht geschadet. Und wenn ich mir jetzt diesen Durchmesser hier anschaue und den hier oben anschaue, dann glaube ich, dass oberhalb der Abmoosungsstelle ziemlich viel Wachstum war. Und Wurzeln habe ich hier. Und ich stelle gerade fest, ich mache das ja gerne mit dem Essstäbchen oder auch mit dem kleinen Rechen. Aber eigentlich hast du mit den Fingern ein richtig gutes Gefühl, wann du Widerstand hast. Und ich will jetzt aber mein Glück, denn ich werte diese Wurzeln hier mal echt als Glück, das will ich jetzt nicht überstrapazieren. Deswegen lege ich den jetzt hier in einen Eimer mit Wasser, lasse ihn mal sich nochmal so richtig vollsaugen. Dann werde ich ihn in einen Topf setzen, vermutlich in einen kleinen Teipot. Und wenn ich das alles erledigt habe, dann schauen wir mal, dass wir hier oben, denn da hat er mächtig viel zu versorgen, ein Stück weit reduzieren. Aber insgesamt die eine Abmoosung wieder verpackt mit einem guten Gefühl, und die zweite hier sieht auch, naja, ganz manierlich aus.
Und wieder mal ein Bereich, an dem ich aufräumen musste. Aber ich wollte, bevor ich dann dieses Video beende, euch noch kurz zeigen, was hier sonst noch drin steht. Hatte ich ja angesprochen. Also, ich habe hier einen Ahorn drin stehen. Der steht hier seit bestimmt 5 Jahren drin. Und da schauen wir einfach mal, was wir mit dem vielleicht nächstes Jahr machen. Naja, das Ding, das kennt ihr jetzt zu Genüge. Gut angewässert wird heute Abend auch nochmal gut angewässert. Ich hoffe, die Wurzeln wachsen weiter. Spaghetti-Lärche, naja, die wird ein anderes Thema. Irgendwann mal, ich denke im Frühjahr, holen wir die mal aus dem Hochbeet raus. Dass ich einen Rosmarin in Halbkaskadengestaltung habe, das wisst ihr jetzt auch. Und hier habe ich so ein paar Bäumchen stehen. Hier zwei Wacholderlein, die ich einfach mal aus dem Baumarkt geholt habe und jetzt mal versuche, so ein Stück weit zu gestalten und im Hochbeet schneller groß zu machen. Gleiches gilt für diese Lärche. Ich hatte da letzt erzählt, dass ich mir über den Forstpflanzenhandel ein paar Bäumchen geholt habe. Da gehört auch diese Feldulme dazu. Also diese Feldulme, vielleicht ist es sogar die, aus der ich, ihr erinnert euch an Wurzelbehandlungen. Ja, vielleicht ist das ja die Mutter der kleinen Ulme mit dem dicken Stamm. Ihr seht auch hier, da habe ich vorhin zurückgeschnitten, wächst alles wie verrückt. Ich nehme euch mal mit über den Rosmarin hinweg. Wäre vor einer, naja, eher vor 2,5 Stunden undenkbar gewesen. Hier habe ich die Rotbuche, da erzähle ich euch gleich noch ein klein wenig was dazu. Hier habe ich nochmal neben dem Chaos 2 Wacholder, eine Kolonie mit Potties und, wer hat gut aufgepasst, die Zeder war in 2023 mit auf dem Workshop bei, nehmen wir mal den Besen weg, bei Rolf Baumeister in Pulverdingen, genau wie der Wacholder. Der Zeder geht es mega gut. Die wird sich jetzt freuen, nachdem ich die Potties ein Stück weit gekürzt habe, dass sie wieder mehr Licht kriegt. Auch die werde ich im Frühjahr mal hier rausholen. Dann schauen wir mal, wie es ihr geht. Der Wacholder, der darf sich hier weiter erholen. Und wenn ihr jetzt hier die Wunden seht, so große Wunden, mache ich natürlich zu. Und apropos Wunden zumachen, komm, lasst uns noch mal kurz auf die Abmoosung schauen. Auf das Ding, auf das freue ich mich echt tierisch und hoffe natürlich, dass die Rotbuche die ganze Geschichte hier auch gut übersteht, wieder schön austreibt. Ihr habt gesehen, ich habe sehr kräftig zurückgeschnitten. Ich habe auch schon Äste aussortiert, weil teilweise Äste parallel liefen, von der Verjüngung her nicht gepasst haben. Ich habe jetzt mal so einen ersten Schnitt gemacht und sie steht gerade auch im Wasser, denn naja, es ist ein bisschen ein wärmerer Tag heute, Mitte August, hatte ich das eigentlich schon mal irgendwann in dem Video gesagt, ich glaube nicht. Ja, lustige Geschichte. Dieses Bäumchen, diese Explosion an Leben habe ich 2020 mit aus dem Wald genommen. Das war ein Stämmchen, wo ich überhaupt keine Hoffnung hatte, dass er es packt. Ihr seht, das Unterteil im Hochbeet habt ihr gerade noch mal gesehen. Und jetzt schaut euch mal an, was das hier für ein Austrieb ist. Also auf das Ding freue ich mich mächtig. Ansonsten die Freifläche im Hochbeet, naja, da wird mir was einfallen. Aber das werden andere Geschichten, genauso wie die Abmoosung an der Hainbuche. Das wird auch eine neue Geschichte. Aber ihr habt es gesehen, es ist ein bisschen Platz für neue Geschichten hier bei My Bonsai & Koi. Und eine davon, die habe ich vermutlich nächsten Freitag um 18.30 Uhr wieder für euch parat. Und würde mich freuen, wenn ihr dann wieder vorbeischaut. Und natürlich würde es mich freuen, es wird wärmer, wenn ihr nach diesem, ich glaube, schon ziemlich langen Video immer noch dabei seid, es euch gefallen hat, ihr mir dafür einen Daumen da lasst. Und ich gehe jetzt, Mensch, eigentlich wäre mal Wetter, um in den Teich zu gehen. Das muss ich mir überlegen, denn, naja, ich habe es gesagt, es wird warm. Passt auf eure Pflanzen auf, wenn es so heiß ist. Ciao, ciao. Nicht, dass der Bonsai-Krankenwagen kommen muss. So, jetzt aber Ende aus, Schluss vorbei.
nächsten Freitag, 18.30 Uhr. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao. Thank you.